Ich habe schon gesehen, ihr müsstet jetzt alle auf der Bühne sein. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Herzlich willkommen in der Vorab-Webkonferenz. Ich hoffe, durch unsere Bombe ist keiner verletzt worden. Ich sehe im Chat ist einiges an Aktivität. Die von euch, die jetzt noch gar nicht in Remo waren, haben wahrscheinlich mitgekriegt. Nichts gehört, schreibt Johanna, das passt. Da ist absichtlich kein Ton dabei, nicht, dass wir irgendwelche Trommelfälle schädigen. Also ihr habt bestimmt jetzt schon mitgekriegt, diejenigen, die noch nicht in den Test-Sessions waren, wieso diese Grundidee von dem Remo läuft, das wir nächste Woche verwenden werden. Die virtuelle Veranstaltungsfläche, aber dazu sage ich gleich noch ein bisschen was. Also zunächst mal freut es mich total und die Vorfreude steigt mit jedem Tag. Die Aufregung sinkt ein bisschen, weil wir so langsam Technik und Orga ganz gut im Griff haben, glaube ich. Dass wir nächste Woche trotz Corona-Krise und allen Widrigkeiten unser Camp haben. Das sah ja über Ostern erstmal so aus, als ob wir absagen müssen. Dann haben wir aber gesagt, nee, wir machen es nicht in Bonn, aber dafür im Neuland. Und ich fand es auch total cool, dass nachdem die Message dann draußen war, sozusagen auch recht viele Leute sich noch angemeldet haben, also auch virtuell jetzt dabei sind. Wir sind, glaube ich, Stand heute bei irgendwas 142 Leute, die angemeldet sind. Wird es wie beim echten Camp auch ein bisschen No-Show-Rate geben. Ein paar Leute werden sich vielleicht bis nächste Woche noch anmelden. Und dann denke ich, sind wir ungefähr so bei der Größenordnung, vielleicht ein Tick größer als wir es im letzten Jahr waren. Genau, diejenigen von euch, die letztes Jahr schon dabei waren, kennt vielleicht das Prozedere. Letztes Jahr haben wir ja auch schon so eine Vorab-Webkonferenz gemacht. Weiß nicht, ihr wart jetzt bestimmt bei vielen virtuellen Veranstaltungen dabei. Das ist ja so ein bisschen schwieriger, sage ich mal, sich da einzugrooven, die Tools zu kennen, dass sozusagen alles passt. Ja, deswegen ist uns in so einer Vorab-Webkonferenz immer wichtig, mal einmal so ein bisschen alles zu erklären, wie das ablaufen soll, und dann natürlich auch eure Fragen zu beantworten, auch sicherzustellen, dass ihr auf die ganzen Tools kommt, aufs Wiki kommt, in den Chat kommt und so weiter. Wenn ihr wollt und Fragen habt, ich werde versuchen, den Chat irgendwie im Blick zu behalten. Ich sehe, Falco ist auch da, der kennt sich ja auch gut aus mit dem Tool. Ihr könnt gerne in den Kommentar schreiben, wenn ihr auf die Bühne kommen wollt, was fragen wollt, dann kann ich euch da holen. Ich würde jetzt einfach zunächst mal die Seite von dem Wiki teilen und euch da so ein bisschen den Ablauf erklären. Da hat sich jetzt in den letzten 2 Tagen ziemlich viel getan. Wir haben die Startseiten so umgebaut, dass die eigentlich für das Camp nächste Woche dann schon ganz gut passen. Und dann haben wir, glaube ich, mindestens die zweite Hälfte jetzt der Stunde, damit wir genau auf Fragen eingehen können. Vielleicht noch was zum Handling. Also der Chat, der bleibt nachher bestehen. Da könnt ihr dann im Prinzip nochmal reingucken. Wir zeichnen das jetzt auf, hatte ich schon gesagt, damit die, die heute nicht können, einige hatten Termine, hinterher nochmal nachgucken können. Wenn das jetzt gleich ein bisschen klein ist, das Video, an jedem Videofenster von jeder Person, aber jetzt auch von dem Screen, den ich gleich teile, sind obendran 4 so kleine Pfeile. Wenn ihr die klickt, geht das Fenster ins Vollbild, dann seht ihr das Vollbild. Wenn ihr das entsprechend nochmal klickt, dann geht es quasi wieder ins Halbbild. Ich sehe, irgendjemand sieht das Bild unscharf. Okay, bei mir ist scharf. Weiß ich nicht, woran es liegt. Kann Bandbreite sein. Also, ich versuche mal den Screen zu sharen. Ihr müsstet jetzt eigentlich die Wiki-Seite sehen. Mal kurz Feedback geben, ob das so passt. Wenn ihr wollt, Moment. Ja, genau. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch auf lostcamp20.cognion.de, das ist das Wiki, dann könnt ihr auch direkt drin navigieren und könnt da schauen. Ich erzähle ein bisschen was. Also, es war heute früh im Chat, gab es ja schon die Frage, ich bin in der Cognion Community angemeldet, habe aber keinen Zugriff aufs Wiki. Das sind zwei völlig unabhängige Dinge. Also wir haben jetzt für das Camp speziell 2 Dinge, für die Kommunikation eine Telegram-Chat-Gruppe. Da ist auch hier im Wiki recht weit oben gleich, sieht man hier in der Einleitung, der Link verlinkt, also der Chat auf Telegram ist verlinkt. Wenn ihr noch nicht im Chat auf Telegram sein solltet. Im Moment sind da 74 Leute drin von ungefähr 140, also die Hälfte haben wir schon, könnt ihr da drauf und dann kommt ihr in die Telegram-Gruppe rein. Das ist insbesondere nächste Woche dann wichtig, weil wir da, wenn Sachen sich ändern, es Ankündigungen gibt oder auch ihr Fragen stellen wollt, so Infodesk-mäßig, wir das quasi über den Chat machen wollen. Ihr habt schon ein bisschen gesehen, das, was man hier sieht im Wiki, dieser Screenshot von dem Space. So ähnlich wird es nächste Woche aussehen. Also wir sind im Moment noch so in so einer Default-Fläche.
der Falco und die Telekom, da wären wir ja eigentlich zu Gast gewesen, physisch, haben sich bereit erklärt, mit einer Grafikerin zusammen uns einen eigenen Veranstaltungsspace zu gestalten. Das heißt, das ist noch ein bisschen Überraschung. Wir haben nächste Woche dann natürlich auch, wie es für New Work sich gehört, Kicker und Billardtische und Tanzfläche und so weiter, alles drum und dran. Also das wird dann ein bisschen anders aussehen. Aber das Grundprinzip ist eigentlich immer das gleiche in Remo. Es gibt Tische mit 6 Personen. Ihr könnt die Tische wechseln, wenn ihr einfach auf den Tisch doppelt klickt. Sobald ihr da doppelt geklickt habt, geht in der Regel eine Videokonferenz auf mit den 6 Personen, wenn ihr eure Kamera und euer Mikrofon aktiviert habt. Da gab es in den Vorabtests immer ein bisschen Haklichkeiten, je nach Browser. Also am besten ist da der Firefox oder der Chrome-Browser in den aktuellen Versionen. Wir haben gemerkt, wenn so Pop-up-Blocker aktiviert sind, also sowas wie AdBlock Plus, uBlock, das kann zu Problemen führen, also die am besten für die remo.co-Seite deaktivieren. Gibt es aber im Wiki auch eine Remo-FAQ, da schreiben wir alles rein, was uns auffällt. Und zur Not gibt es eben den Infodesk, wo ihr dann hinkommen könnt und wo euch hoffentlich geholfen wird. Und vielleicht ein, zwei Sachen noch zum Chat selber, zu Remo selber. Es gibt einen Chat, ihr erlebt jetzt gerade und schreibt gerade in den General Chat, der besteht sozusagen die ganzen 24 Stunden der Veranstaltung. Also das ist wie so der Flurfunk unserer Gesamtveranstaltung, wenn man so will. Und dann gibt es einen Chat pro Tisch, an dem ihr sitzt. Also das heißt quasi, wenn ihr am Tisch 2 sitzt, dann seid ihr im Tisch-Chat, im Chat-Tisch 2. Die werden wir nächste Woche auch noch ein bisschen umbenennen, aber immer so wie der Tisch benannt ist, ist der Chat benannt. Und ihr könnt auch einen Chat machen mit Einzelpersonen. Also wenn ihr euch mit jemandem verabreden wollt, könnt ihr die Einzelnen anchatten und dann sagen, lass uns irgendwie 15 Uhr am Tisch sowieso treffen. Und das erreicht ihr dann innerhalb von Remo. Ich sehe auch gerade, mir schicken Leute scheinbar einzelne Nachrichten im Chat. Die habe ich jetzt nicht im Blick. Also am besten, wenn ihr jetzt direkt dazu was wissen wollt, schreibt es in den allgemeinen Chat rein und sehe ich es hier auf dem Bildschirm auch. Was sich bewährt, ganz oben rechts müsstet ihr entweder, wenn ihr es schon eingetragen habt, euer Profilbild sehen oder da steht so ein runder Kreis mit einem Buchstaben, also der Marcel zum Beispiel müsste da ein gelbes M haben. Wenn ihr auf den Kreis mal draufklickt, dann könnt ihr dort euer Profil bearbeiten. Empfehlenswert ist, dass ihr da zumindest mal ein Bild reinstellt, damit man so an den Tischen gleich sehen kann, wer sitzt wo. Das soll so ähnlich wie bei einem echten Camp sein, dass man sagt, ah, da hinten sitzt der Moritz, den möchte ich jetzt mal sprechen, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und dann könnt ihr quasi da hingehen. Und was ich vielleicht noch empfehle, wenn ihr euch nachhaltiger vernetzen wollt über das Camp hinaus, auch das LinkedIn-Profil zum Beispiel einzutragen, dann ist man quasi mit einem Klick auch beim LinkedIn-Profil. Ihr könnt, wenn jemand auf dem Stuhl sitzt, sieht man hier, ich sitze da so auf Tisch 1 auf 12 Uhr zum Beispiel, in dem, was ich gerade teile, könnt ihr auf den Bildern mit rechter Maustaste sozusagen die Leute auch direkt anchatten. Also rechte Maustaste und dann heißt, glaube ich, Send Message. Dann könnt ihr da direkt rein. Also ich, Laura ist auch reingekommen. Sehr schön. Hi, Laura. Ihr habt ihr Bild schon ausgefüllt. Genau, also dann schauen wir mal ein bisschen in den Ablauf. Wir hatten jetzt ja schon so eine Stange von Remo-Sessions gemacht. Ich schau mal, ob ich das noch ein bisschen größer kriege hier. Sieht man es vielleicht besser. Das sind auch einige der Sessions, haben wir ein bisschen dokumentiert, gerade weil am Anfang viel nicht geklappt hat. Wir machen morgen nochmal eine, also Freitag zwischen 11 und 12. Also wer da Lust hat, kann dann auch nochmal mit Remo ein bisschen spielen. Heute werden wir am Ende sicher auch noch Zeit haben. Und dann eben nächste Woche, das sage ich aber gleich noch was dazu. Dann haben wir hier so diesen ganze Latte auf der Startseite Vorbereitung. Also Chat habe ich schon was zu gesagt, LOSCAM, nicht LSOCAM, Chat auf Telegram. Wenn ihr da noch nicht drin seid, kommt damit dazu. Simone tritt gerade bei, sehe ich, sehr gut. Technik, einmal so ganz kompakt, was wir erfahren haben. Also mit dem Remo, wie gesagt, aktueller Chrome oder Firefox funktioniert am besten. Patricia fragt, wie komme ich zu den Tischen? Aktuell nicht, weil die Bühne aktiv ist. Wenn ich nachher die Bühne zumache, dann sieht man die Tische wieder. Jetzt sind wir sozusagen in der Plenumssituation, ne? Da kann man am Tisch, in einem echten Barcamp kann man plauschen. Hier geht es nicht, hier geht es nur über den Chat. Genau, was ihr wahrscheinlich in Videokonferenzen in den letzten Wochen gelernt habt, wenn möglich, verwendet LAN-Kabel, kein WLAN. Geht nicht immer, weiß ich, aber LAN ist deutlich besser von der Qualität. Schaut, dass ihr Headsets oder Freisprecheinrichtungen verwendet, die die Rückkopplung sozusagen unterdrücken. Also
Klammern steht nie Mikro und Lautsprecher in einem Raum. Das ist immer ein Problem, wenn man zum Beispiel einfach ein iPad auf dem Tisch stehen hat und nutzt den Lautsprecher und das Mikro. Da gibt es zwar auch Echo-Unterdrückung und so weiter in Software, die ist aber immer schlechter, als wenn ich es entweder mit dem Headset habe, dass der Ton auf den Ohren ist und das Mikrofon den Ton nicht hört. Oder eben so eine dedizierte Freisprecheinrichtung, die eben in Hardware die Noise Cancellation macht. Genau, generell für die Teilnahme ist es, glaube ich, sinnvoll, dass man sich vielleicht einen zweiten Monitor-Setup macht. Ne, dass man sagt, man hat auf dem einen Monitor die Videokonferenz und auf dem anderen meinetwegen die Sachen, an denen man arbeitet, Whiteboard oder so. Genau. Pivi fragt gerade, wie man in die Sessions geht, das erzähle ich dann gleich noch. Ja. Ihr habt im Wiki, wenn ihr ganz oben mal schaut, ich zeige es auch mal, ganz oben, wenn ihr angemeldet seid, ich habe hier so eine blöde Pad-Maus, da ist euer Moment. Da ist euer Benutzername. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr auf eine Benutzerseite. Das ist so ähnlich wie euer Profil. Also da könnt ihr so ein bisschen reinschreiben, wer ihr seid, ein Bild rein, was ihr vom Camp erwartet. Ihr landet da auf der gleichen Seite, wie wenn ihr links in der Navigation über Teilnehmer geht. Dann seht ihr nämlich die Teilnehmerliste. Und alle, die hier bei der Teilnehmerliste nicht mehr so gestrichelt unterstrichen sind, die haben hier ihr Profil schon ausgefüllt sozusagen. Also das heißt, jeder Teilnehmer in der Teilnehmerliste kann, wenn er will, sich hier so eine kleine Profilseite anlegen und dann kann man im Vorfeld schon mal ein bisschen gucken, wer ist eigentlich da, wofür interessieren sich die Leute, mit wem lohnt es sich vielleicht mal kurz zu schließen. So, springen wir wieder zurück. Genau, Remo hatte ich schon erzählt, Benutzerseite, Call for Participation, das ist wichtig. Es gibt eine Seite im Wiki, die heißt Call for Participation. Willkommen, Christian. Ist auch drin, sehr schön. Da könnt ihr bis heute Abend 18 Uhr noch Beitragsvorschläge einreichen. Also wir haben für den 23. die Möglichkeit, so 5 Minuten Lightning Talks zu machen. Das heißt, da packen wir maximal 10 ins Programm. Aktuell sind da 7 drinnen. Wer will, kann die sozusagen hier noch ergänzen. Das gleiche unten drunter für die Sessions Workshops. Das sieht man hier, jetzt stehen wir aktuell bei 20. Das ist genauso viel, wie das Programm aufnimmt. Also wenn keiner mehr dazukommt, dann haben wir hier einfach genau die 20, die es dann werden. Aber wie gesagt, ihr habt die Chance, bis heute Abend 18 Uhr dann noch was einzutragen. Wenn es mehr als 20 sind, dann werden wir morgen so ein Voting mit dem Formular freischalten. Dann kann jeder von euch abstimmen und das machen wir ganz demokratisch. Die top-gevoteten Sessions und Workshops kommen dann ins Programm rein. Ganz unten gibt es noch Assemblies, die letztes Jahr in München dabei waren, erinnern sich vielleicht. Wir hatten im Plenum so Tische stehen, wo ganztägig zum Beispiel eine Podcasting-Assembly war oder Karl mit den Sketchnotern waren da, haben gesketchnotet, konnte man sich ins Sketchnoting einführen lassen. Das ist natürlich virtuell jetzt nicht ganz so leicht. Bisher gibt es einen Vorschlag für eine Assembly für die Entwicklung von Leadership Circles vom Holger und der Rebecca. Falls ihr immer noch Lust hat, auch so eine Assembly anzubieten, also einen Programmpunkt, der dann einen halben Tag oder gar einen ganzen Tag durchläuft, tragt es da noch ein. Wir würden euch dann nochmal kontaktieren, was ihr dafür braucht. Also ob wir da auch einfach eine Teams-Videokonferenz anlegen dafür oder ob ihr irgendwie was anderes braucht für die Assembly. Na, Holger und Rebecca. Ihr könntet mir das mal vielleicht dann kurz schreiben, dann kann ich mich da gleich nachher drum kümmern. Und wer mag, wie gesagt, bis heute Abend 18 Uhr kann man das noch ergänzen. Genau, dann haben wir so eine Aktion auf der einen Seite Sticker. Es gibt so ein kleines Anschreiben, wo die wichtigsten Sachen für nächste Woche nochmal drin sind und natürlich auch Notebook-Sticker, die ihr quasi hinten auf euer Notebook packen könnt. Und wir machen eine Aktion quasi gemeinsam mit euch zusammen, ein LernOS-Kochbuch zu erstellen. Wir sind ein 24-Stunden-Event, das heißt, wir haben ein LernOS All-Stars-Dinner abends, wo wir gemeinsam essen in diesem Remo-Space. Wer mag, kann die Rezepte, die er für abends kocht, quasi im Kochbuch beisteuern. Wir mischen die dann so ein bisschen mit einem LernOS-Kochbuch, also wie geht man eigentlich an LernOS ran. Das bekommt ihr alle hinterher auch in gedruckter Variante, damit ihr eine kleine Erinnerung habt. Da werden wir ein paar Eventfotos reinpacken. Dann kann man sie ins Regal stellen, immer mal wieder reinschauen. Damit es funktioniert, brauchen wir von euch eine funktionierende Postadresse. Also sowohl für die Sticker als auch für das Kochbuch. Und da ist hier im Text ein Formular verlinkt. Das ist ein Microsoft Forms Formular. Ich klicke da gerade mal drauf. Na, da müsst ihr auf der einen Seite mal Adresse eingeben, dann eins weiter, dann hat man noch die Chance, ein
Rezept einzugeben. Da steht auch, wenn jemand ein Bild zu dem Rezept haben will, wie man das hochladen oder bereitstellen kann. Und alle, die, Moment, was steht hier drin? Alle, die das bis heute Abend 18 Uhr ihre Adresse gemacht haben, sind dann morgen in der Versandaktion dabei. Dann bekommt ihr quasi Brief mit Stickern auch zugeschickt, ne, damit es rechtzeitig noch ankommt. Siebter Punkt unten noch, seht ihr vielleicht, ne, ich habe hier schon ein Shirt an und habe die Lostcam-Kaffeetasse. Also wir haben einen kleinen Merch-Shop angelegt, wo es halt Polos, T-Shirts und so weiter gibt. Und wer Lust hat, kann sich da noch eindecken. Müsst ein bisschen gucken, wenn man jetzt bestellt erst, so viele haben es ja schon gemacht, habe ich gesehen, wenn ihr jetzt bestellt, wahrscheinlich am besten mit Expressversand, wenn es bis Dienstag dann noch ankommen soll. Okay, dann würde ich jetzt gleich mal ins Programm springen mit dem Ablauf. Gibt es soweit noch Fragen? Ich habe jetzt im Chat erstmal nichts gesehen, was mir aufgefallen ist. Wenn zu dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, Fragen sind, einfach schnell in den Chat tippen. Jetzt gehe ich weiter, wir haben am Ende dann genug Zeit auch noch für eine Fragenrunde. Scheint nicht der Fall zu sein. Genau, dann gehen wir mal ein bisschen zum Programm. Also vielleicht vorne weggeschickt, die uns ein bisschen verfolgen, haben wir vielleicht mitgekriegt, dass wir jetzt in den ersten fünf Monaten relativ viel virtuelle Events gemacht haben. Ganz viel interne, externe Barcamps sind virtuell geworden. Und ich sag mal so, dieser ganze Thema, wie macht man Sessions, wie macht man das Plenum in Videokonferenzen, das funktioniert ja ganz gut. Das ist, glaube ich, ein beherrschtes Thema. Das, was mir so aufgefallen ist, ist, dass die was schwierig hinzubekommen ist, ist die Atmosphäre von so einem Camp wirklich auch virtuell abzubilden. Also dieses Leute kommen früher, man trifft sich schon mal, man spricht, was so passiert ist seit der letzten Veranstaltung, tauscht irgendwie Geschichten aus oder auch nach den Sessions, man geht zusammen Kaffee holen, bleibt vielleicht hängen, spricht über was, zeigt sich noch was. Die Abendveranstaltung, wo nach einem Bierchen oder zwei dann auch interessante Stories ausgepackt werden. Also alles sind so Dinge, die bisher zumindest in den Veranstaltungen fand ich schwierig waren. Republika, wer da vielleicht dabei war, da gibt es ja immer diesen Hof, was so der Hotspot ist, der Republika. Den haben sie versucht, einfach in der Zoom-Konferenz abzubilden und das ist was einfach nicht gut funktioniert, denke ich. Und deswegen haben wir uns ein bisschen überlegt, was können wir machen und das ist vielleicht auch die Challenge an uns alle, nicht uns beide, sondern an uns alle, um quasi, obwohl es 100% virtuell ist, daraus eben auch so ein richtiges Community-Event zu machen, wo diese ganzen Serendipity-Effekte und der informelle Austausch eben auch funktioniert. Natürlich, Olli postet die zwei Bierkrüge, auch die. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen nicht einfach nur so ein Tagescamp, sondern wir bleiben eigentlich im Kern bei der Zeitplanung, wie wir sie ursprünglich überlegt haben, nämlich ein 24-Stunden-Event zu machen. Ja, das Dienstag am 23.06. um 16 Uhr startet und bis Mittwoch, 24.06. um 16 Uhr geht. Natürlich, so ähnlich wie beim echten Barcamp, werden die wenigsten die Nacht durchmachen, geht ja früh um 9 wieder los. Ja, das heißt, klar, das wird abends bis um 12 oder 1 oder so gehen, kann ich mir vorstellen, aber eben so ein bisschen die Botschaft, nicht, wenn die Impulsvorträge und die Lightning Talks rum sind, auf die Auflegen-Taste drücken, sondern wir wollen eben gemeinsam einfach einen Tag verbringen, so wie wenn wir in Bonn bei der Telekom gewesen wären. Na, dazu haben wir uns ein paar Sachen überlegt. Die sind auch hier alle dokumentiert. Das heißt, wir werden am 23. um 13 Uhr den Check-in aufmachen. Das heißt, 3 Stunden, bevor die eigentliche Veranstaltung läuft. Das ist für die Leute, die es in keine der Test-Sessions geschafft haben, auch nochmal die Chance, quasi sich in Remo ein bisschen zurechtzufinden. Die Laura, Olli und Olli kümmern sich darum. Also da ist jemand da. Da könnt ihr euch dann quasi auch anmelden. Ihr kriegt alle wieder ein Badge. Wir werden elektronische Badges verteilen. Ne? Wer nicht angemeldet ist, kriegt kein Badge. Also es macht Sinn, dass ihr da im Zeitraum 13 bis 16 Uhr einfach mal vorbeischaut. Wir haben dann um 16 Uhr, ups, das macht meine Maus, komische Sachen, 16 Uhr die Eröffnung des Camps. Wie letztes Jahr auch haben wir den Karl-Heinz und Joachim wieder als Moderatoren. Wir haben 3 Impulsvorträge. Es gibt so ein Lerner aus State of the Union wieder. Es gibt von der Madior, von der Telekom einen Talk über ein ganz spannendes lebenslanges Lernprojekt bei der Telekom. Und Winfried wird was erzählen zum Thema Menschennetzwerke, Communities, Vernetzung von Menschen. Passt vielleicht gut zum neuen Community Management Leitfaden. Und die sind aber recht kurz gehalten. Also heißt, die Vorträge sind alle 15 Minuten plus 5 Minuten Q&A. So ein bisschen TED-Talk-artig, dass das nicht sich so lang hinzieht. Danach folgt dann eine kleine Pause und dann haben wir die 5-minütigen Lightning Talks.
Das ist für uns auch so ein bisschen die Herausforderung, wer schon was in physisch schon mal mitgemacht hat. Na, da hat man wirklich nur 5 Minuten auf der Bühne, danach wird Mikrofon und Folien abgestellt. Das müssen wir hier in Remo ein bisschen simulieren. Aber da ist eigentlich die Idee, dass man in möglichst kurzer Zeittaktung Einblick in möglichst viele Themen bekommt. Also jeder, der irgendwie eine spannende Erfahrung macht, aus dem Circle berichten will, gerade an einem Leitfaden arbeitet, Ideen für die Zukunft hat, seine Session für den nächsten Tag ankündigen will, der kann sich da gerne noch in die Lightning Talks Liste eintragen. Wenn das mehr sind als die 10, die wir unterkriegen, 10 bis 12, dann würde man da so ein bisschen auswählen nach, was ist nahe am LernOS-Thema dran und da eben, wie gesagt, halt 10 bis 12 einfach auswählen. Genau, das Programm endet um 18.30 Uhr. 19 Uhr beginnt sozusagen unser Dinner. Da habt ihr leider, gibt es kein Essen von uns diesmal, sondern ihr müsst euch selber was machen. Wir lassen aber den Raum sozusagen weiterhin offen. Das heißt, ihr könnt im Prinzip, wenn ihr zu Hause esst und euch weiter unterhalten wollt, einfach an diesen virtuellen Tischen sitzen bleiben. Ihr könnt mit den Leuten sprechen, die die Impuls-Talks gemacht haben, die Lightning-Talks gemacht haben. Ihr könnt eure Sessions, Workshops für den nächsten Tag abstimmen, wenn ihr das wollt. Also es ist einfach so ein lockeres Beisammensein. 21 Uhr, da sind wir auch schon gespannt, wie das funktioniert. Haben wir uns was überlegt, gemeinsam, alle gemeinsam ein Spiel zu machen. Und zwar wird es die Premiere geben des ersten LernOS Jeopardy. Ja, da kann man quasi in Teams gegeneinander antreten und Fragen zu LernOS beantworten. Da ist die Idee, weiß nicht, ob da jeder mitmachen will, ist ja vielleicht nicht jedermanns Sache. Das werden wir auch auf der Bühne machen, wie jetzt das hier. Und die Leute, die da mitmachen wollen, finden sich dann an den Tischen 1 bis 10, also in den vorderen Reihen ein. Und dann haben wir sozusagen 10 Teams, die da so eine halbe Stunde an dem Jeopardy teilnehmen. 22 Uhr haben wir einen Live-DJ, der Guido, da war heute früh auch der Test, das hat gut geklappt. Da werden wir uns so 21:50 mal in sein virtuelles DJ-Studio einklinken nach Bonn, will uns so ein bisschen erklären, wie er das macht, wie er das streamt. Dafür ist es nicht schlecht, also wenn ihr da dann noch dabei seid, vielleicht neben dem Gerät, mit dem ihr an Remo teilnehmt, sozusagen ein zweites Gerät zu haben, damit ihr euch selber Musik und Lautstärke und so weiter einrichten könnt. Also wenn man jetzt mit 5 anderen Leuten an einem Tisch sitzt, dann will man vielleicht, dass die Musik ein bisschen leiser ist oder auch mal aus ist. Ich werde da so ein iPhone und einen Bluetooth-Lautsprecher haben und dann kann man das im Prinzip am iPhone quasi leiser drehen, einfach wenn man es leiser braucht. 23 Uhr machen wir dann nochmal so einen Live-Podcast. Das heißt, wir werden uns virtuell im Podcast zusammenschalten. Leonid und ich werden das organisieren und einfach mit 3 bis 5, können auch mehr Leute sein, einfach mal über den ersten Tag sprechen, wie das so war, wie die Erfahrungen waren. Da ist hier unten, jetzt habe ich es blau markiert, jetzt sieht man es nicht, da ist so eine Seite verlinkt, die gibt es noch nicht, aber der Erste, der sich einträgt, legt sie an. Also wer Lust hat, da dabei zu sein, kann da einfach seinen Namen reinschreiben. Wir machen das über Zencastr, das ist so ein Cloud-Podcasting-Tool. Das heißt, ihr kriegt einfach einen Link geschickt, da klickt ihr drauf und dann seid ihr sozusagen im Podcast drin. Genau, so, jetzt habe ich viel von den Sachen vom Programm schon erzählt, bisschen ausführlicher. Findet ihr das auf der Seite Programm? Christian fragt gerade, wie man zu dem Dokument kommt. Vielleicht postet jemand gerade den Link zur Startseite vom Wiki mal in Chat. Das ist nämlich das Wiki sozusagen zum LernOS Camp. Da steht im Detail einfach das Programm nochmal drauf. Über die Sachen habe ich alle schon gesprochen. Da kommen dann auch die Links rein, ne, wo die Live-Musik sein wird. Ich hatte im Chat schon gesehen, es war die Frage schon nach den Sessions an Tag 2. Da würde ich jetzt nochmal drauf eingehen. Wir haben ein bisschen mehr Tracks parallel dieses Jahr, und zwar 5 Stück. Die haben wir einfach mal nach den LernOS-Supportern benannt, die Räume. Und wir haben 4 Session-Runden hintereinander. Die sind im Moment alle nur nummeriert nach Session 1.1 bis Session 4.5 sozusagen, weil wir die erst am Freitag nach dem Voting sozusagen festlegen. Na, die Sessions selber finden nicht in Remo statt. Ich hatte vorhin gesagt, die maximale Teilnehmerzahl an einem Tisch ist 6, Entschuldigung, ja, und Sessions mit 6 ist irgendwie witzlos, das ist ein bisschen zu klein. Das heißt, die Sessions, die laufen über Microsoft Teams
Da können dann bis zu 250 oder ich glaube sogar nächste Woche 300 teilnehmen. So viele Leute haben wir gar nicht. Also da kann man im Prinzip alles abbilden. Ich habe mal beispielhaft für die Session 1.1 das jetzt schon angelegt. Ne, wenn ihr euch dann eine Session sozusagen aussucht nächste Woche. Macht das mal auch ein bisschen größer wieder. Ups. So. Ja, dann gibt es hier drinnen auf der einen Seite mal den Session-Titel, den werden wir noch reinschreiben. Wir werden dann reinschreiben, wer der Session-Owner ist, das entsprechend auch mit dem Profil verlinken. Dann gibt es beim Beitrittslink immer die Teams-Besprechung. Dort mit einem Klick ist man quasi in der Besprechung mit Microsoft Teams. Dafür braucht ihr nicht unbedingt einen Office 365-Account. Also die sind so konfiguriert, dass man auch anonym dran teilnehmen kann. Das heißt, einfach draufklicken und im Browser dran teilnehmen. Einziger Nachteil ist, dass man dann nicht an dem Chat der Besprechung teilnehmen kann. Also wer einen Office 365 Account hat, kann da gerne auch mit seinem teilnehmen. Aber wir haben jetzt kein geschlossenes Teams, wo das alles, also kein Team in Microsoft Teams, wo das stattfindet, sondern wir nutzen nur die Videokonferenzen. Jede Session bekommt ein Mural Whiteboard. Da werden wir dann auch noch so ein kleines Screencast-Video machen für nächste Woche, was das ein bisschen erklärt, so die Grundfunktionen. Das ist so wie ein Whiteboard in einem Workshop-Raum quasi, das man nutzen kann, um gemeinsam mit Post-its drauf zu arbeiten, drauf zu brainstormen, Sachen zu ordnen. Man hat einen Timer da drin, man kann Klebepunkte kleben, wenn man Sachen priorisieren will. Also das ist sozusagen einfach Arbeitsumgebung. Und das Gleiche auch nochmal für jede Session ein Pad. Wir haben so eine eigene Plattform CoPad, da steckt Etherpad dahinter. Ne, viele von euch kennen vielleicht das Zoom-Pad oder so. Da kann man quasi, wenn man in der Session jetzt gemeinsam an einem Text arbeiten will, was zusammenschreiben will, Linklisten co-kreieren will, kann man dieses Pad verwenden. Ja, das ist nicht so gedacht, dass ihr alles verwenden müsst. Es ist einfach so ähnlich, wie es halt ein Whiteboard in einem Sessionraum, in einem Barcamp gibt, sind die hier auch zur Verfügung gestellt. Wenn ihr wollt, könnt ihr es verwenden. Insbesondere, wenn ihr ins CoPad was reinschreibt, um das gemeinsam zu dokumentieren, wäre es schön, wenn ihr das hinterher dann in den Bereich Dokumentation übertragt. Wenn ihr irgendeine andere Art von Dokumentation habt, könnt ihr die auch verlinken oder Bilder hochladen oder. Da gibt es einen ganzen Haufen Möglichkeiten. So, jetzt sind wir im Prinzip schon mal so grob durch Programm und Infrastruktur. Chat hatte ich gesagt, Wiki hatte ich auch gesagt. Vielleicht nochmal zur Oberfläche, was ja beim Wiki immer ganz spannend ist, hier oben unterhalb der Suche. Suche ist eines, wenn ihr nach einem Namen einen Mensch sucht oder irgendwie mal wusstet, auf der Seite stand was, dann könnt ihr das in die Suche eingeben. Unterhalb von der Suche gibt es letzte Änderungen. Wenn ihr da drauf klickt, seht ihr chronologisch rückwärts alle Änderungen, die im Wiki passiert sind. So kann man sich ein bisschen Überblick schaffen, was passiert da eigentlich gerade. Da sieht man, der Holger hat was in Call for Participation eingetragen oder hier Stefan hat sein Profilbild eingefüllt. Also da muss man sozusagen nicht immer alles durchklicken, sondern kann eben da mal gucken, was hat sich denn in der letzten Stunde oder in den letzten 2 Stunden getan. Durch Klick auf das Logo hier kommt ihr quasi immer wieder zurück auf die Startseite. Hier gibt es so einen kleinen, wie nennt man das, Breadcrumb-Navigation, also da stehen so die letzten Seiten, auf denen ihr wart. Und wenn ihr jetzt irgendwann mal auf dem Programm wart, steht hier Programm drin, dann kann ich da eben schnell wieder zurückspringen, erleichtert mir die Navigation. Seiten bearbeiten, das ist leider mit unseren Farben des Camps vom Kontrast nicht ganz so gut, mit dem Rot und Blau. Rechts an den Seiten seht ihr hier die Funktionen, also ich kann die Seite bearbeiten, kann mir alte Versionen anschauen, kann gucken, was linkt hier hin, kann die Seite abonnieren, dann kriege ich immer eine Benachrichtigung, wenn sich was geändert hat an der Seite, also da können wir mal reingucken. Bietet sich an, ein bisschen mit der eigenen Profilseite erstmal zu spielen und dann sozusagen an den eigentlichen Seiten auch mitzuarbeiten. Hier rechts sind nochmal die Quicklinks als Navigation. Call for Participation hatte ich schon gesagt. Die Teilnehmerliste hatte ich gesagt. Programm war mal drauf. Chat gibt es einfach nochmal nur den Screenshot. Hier steht auch nochmal der Beitrittslink drin, ne, wie man in den Chat kommt. Bilder ist einfach eine Übersicht aller hochgeladener Bilder bisher. Das sieht man auch schon. Einige haben hier ihre Profilbilder, aber hier gibt es auch schon die ersten Rezeptbilder mit Guacamole und so weiter. Dann haben wir hier eine FAQ, oft gestellte Fragen mit Antworten, die schreiben wir kontinuierlich fort bei allem, was uns auffällt. Packen wir die hier rein, also da kann man mal gucken, wenn es ein Problemchen gibt, einfach da reinschauen. Dann haben wir hier eine
Twitter-Wall eingebettet, die auf Walls.io läuft. Also da kann man einfach schauen, was so getwittert wird. Ne? Sieht man hier, Claudia hat getwittert, Guido. Ja, da gibt es auch einen eigenen Link, also die könnt ihr euch ja auf einer eigenen Seite aufmachen. Aber hier im Wiki ist sie eben auch. Und hier auf die Seite Artwork, das sind schon ein paar Grafiken und auch Farbcodes. Das werden wir morgen nochmal ein bisschen ausbauen, wenn da auch die ganzen SVG-Quelldateien der Sticker und so weiter draufpacken. Das heißt, wenn sich da jemand irgendwie einen witzigen Microsoft Teams-Hintergrund machen will oder irgendwie ein eigenes Poster oder was auch immer, könnt ihr euch da die Grafiken sozusagen runterladen. Genau, Helfer habe ich gerade beim Stefan noch gesehen im Chat, wenn mich nicht alles täuscht. Die Laura, der Olli und der Olli, die machen den Check-in und den sogenannten Infodesk. Also es wird in dem Gesamtraum, wird ein Bereich als ein Tisch sozusagen mit vier Plätzen als Infodesk markiert sein. Und dort könnt ihr den ganzen Tag hinkommen, wenn ihr Fragen habt, die könnt ihr ansprechen. Die haben auch ein Auge auf den Telegram-Chat. Das heißt, wenn da irgendwie Probleme auftauchen oder Fragen sind, entweder an Infodesk oder eben in den Telegram-Chat posten. So, jetzt habe ich viel erzählt. Wahrscheinlich sind auch einige der Fragen, die im Chat schon waren, an mir vorbeigeflogen. Ich stoppe jetzt mal das Teilen. Und ihr könnt entweder, wenn ihr auf die Bühne kommen wollt und was fragen, einfach das kurz reinschreiben. Schreibt einfach melde mich oder so rein. Dann hole ich euch auf die Bühne oder ihr schreibt die Fragen in den Chat. Phoebe sagt, sie kommt nicht ins Wiki rein. Du könntest einfach mal auf lostcamp20.cognion.de und dein Passwort rücksetzen lassen. Mit dem Username kleingeschrieben pv.scamperle, dann kriegt man ein neues Passwort zugeschickt. So müsste es eigentlich gehen. Aber es sind alle, die für heute eingeladen waren, auf jeden Fall im Wiki als User angelegt. Genau, also dann warte ich mal ab. Genau, wie läuft der Lightning Call ab von Moritz? Was meinst du mit PPP? Ja, genau, ach so, PowerPoint wahrscheinlich, ne? Genau, also Lightning Talk funktioniert vom Format ja so, dass man 5 Minuten Zeit hat. Man kann dafür Folien verwenden oder was zeigen, muss es aber nicht. Ihr könnt die Folien selber teilen. Das geht über diese Share Screen Feature. Ihr könnt ja auch uns zuschicken und wir teilen es für euch. Ja, das geht beides im Prinzip, was euch lieber ist. Zuschicken uns oder hochladen hilft auf jeden Fall, weil wir es hinterher auch bereitstellen wollen dann im Wiki. Und dann läuft quasi da, wo ich jetzt als Bild bin, so ähnlich wie die Bombe war, so ein 5-Minuten-Timer und ihr müsst halt darauf achten, dass ihr nach 5 Minuten fertig seid. Der Martin Geisenheimer, der ist jetzt heute nicht dabei, weil der einen anderen Termin hat, der ist unser Stage Manager. Der weiß dann quasi auch die Reihenfolge, also wer wann dran ist, die kriegt ihr natürlich vorher auch geschickt. Und der wird sich dann quasi mit euch im Chat immer, wird euch anchatten, ne? So wenn ein Lightning Talk läuft, wo ihr dann sozusagen der Nächste seid. Ich weiß nicht, will jemand freiwillig mal auf die Bühne kommen, dann könnte man das mal demonstrieren, wie das funktioniert, wie man die Leute für einen Lightning Talk auf die Bühne holt. Ist vielleicht jemand da, der einen Lightning Talk auch macht? Moritz, Lukas, okay. Lukas, Piri, Moritz, okay. Also machen wir mal. Wo haben wir denn Lukas? Ja, es sind so viele. Moment, ich habe eine Suche. So, Lukas, also Lukas lade ich mal ein und den Moritz. Ihr müsst jetzt so eine kleine Nachricht bekommen und wenn ihr da bestätigt, dann taucht ihr sozusagen auf der Bühne mit auf. Da kommt schon jemand. Servus. Hi Simon, hallo zusammen. Hi Moritz. Hi. Ich habe tatsächlich eine kleine Frage. Ja, schieß los. Und zwar habe ich nicht richtig, wahrscheinlich weil ich später reingekommen bin, verstanden, wann die Sessionplanung jetzt dann stattfindet. Du hattest mal Freitag gesagt und wie findet die statt, die Session-Auswahl? Also wann kann ich auch mir dann meine Agenda zusammenbauen? Genau, also aktuell sind im Call for Participation genau 20 Workshops und Sessions eingereicht. Das ist genauso viel, wie wir Platz im Programm haben. Mhm. Call for Participation läuft bis heute Abend um 18 Uhr. Das heißt, jeder, der will, kann bis heute Abend 18 Uhr da noch was reinschreiben. Das heißt, ich vermute, wir kriegen mindestens 21, weil ich von einigen noch weiß, dass die heute Nachmittag noch einreichen. Und wir werden morgen dann ein Microsoft Forms-Dokument mit einer Abstimmung machen, mit allen Session-Titeln drin. Dann könnt ihr euch die Beschreibungen angucken und bis morgen Abend voten, also 24 Stunden, morgen Abend 18 Uhr.
Und dann werden wir übers Wochenende quasi das Programm zusammenbauen in die Programmseite im Wiki und dann steht die Montag früh. Cool, super. Passt. So, und so ist für die, ich weiß nicht, Moritz, ob du einen Lightning Talk machst, aber so ist der Prozess. Ne? Ja, du hast jetzt wahrscheinlich eine Nachricht bekommen, kriegst auf den Kopf, bist auf der Bühne. Falls jemand von euch jetzt mal einen Screen sharen will, dann einfach unten auf Share Screen. Und dann gibt es ein zweites Fenster, was genauso heißt wie ihr, wo halt einfach nur euer Bildschirm zu sehen ist. Also hat einer, Moritz oder Pibi, wollt ihr mal ausprobieren? Ja. Und gerade bei Folien ist es halt so, das ist dann ein bisschen klein. Man sieht aber auch bei dem Folienfenster oben dran diese vier Pfeile. Ne? Wenn ich die klicke, habe ich jetzt die Folien in groß. Quality Minds, Home und Portfolio sehe ich dann in groß. Wenn ich die Pfeile wieder klicke oder auf Escape klicke, ist das quasi weg. Ah, okay. Und das ist wie, genau, wie bei Hopin auch. Das heißt, also ich sehe mich jetzt nicht. Ne? Wenn ich also präsentiere, sehe ich, also genau, kann ich nicht in dieser Ansicht bleiben, sondern muss dann eben auf das meine entsprechende Ansicht und mache dann Blink. Ja, gut, das ist das Gleiche wie bei Zoom oder Teams oder bei allen. Also für sowas empfiehlt sich halt einfach einen zweiten Monitor zu haben. Das, was ich teilen will, auf einen zweiten Monitor zu packen. Ne? Ich hatte jetzt auch das Wiki, ist an dem Monitor rechts von mir, euch sehe ich links davon, in der Mitte ist die Kamera und dann hat man quasi beides im Blick. Wenn man es nur in einem Monitor macht, dann ist sozusagen alles andere weg aus der Videokonferenz. Genau. Ja. Genau. Okay, danke. Und passt. Ihr könnt entweder, indem ihr auf Present klickt, wieder von der Bühne springen. Ich schaue mal noch im Chat, was da noch so an Fragen war und ob was war. Wo ist das Present? Unten in der Taskleiste, da wo man Kamera und Mikrofon ausmacht, müsste so ein Männchen mit so einem RSS-Symbol nehmen. Habt ihr nicht? Nee. Moment, dann kann ich euch einfach von der Bühne schmeißen. Ha! Zack und zack. Okay, so, Bühne ist wieder meine alleine. Sehr schön. Genau, mit der Wiki-Rücksetzung, genau, es gibt kein Passwort für die Rücksetzung, sondern ihr geht einfach auf lostcamp.cognion.de und dort gibt es so ein, heißt glaube ich, Passwort vergessen. Und dort tragt ihr einfach den Nutzernamen. Ein Nutzername ist eigentlich immer Vorname.Nachname klein geschrieben. Ah, Laura hat den Link schon gepostet, sehr gut. Genau, wenn jemand so einen Doppelnamen hat, dann ist das, haben wir die Leerzeichen durch Bindestriche ersetzt. Wenn einer damit auch nicht zurechtkommt, einfach kurz in Telegram-Chat schreiben, dann kann ich das schnell nachschauen. Genau. Ah, genau. Winnie schreibt noch, von der Bühne kann man gehen, wenn man Kamera und Ton ausmacht. Stimmt. Korrekt. Janina, gibt es dann am ersten Tag im Programm ein Remo-Link, mit dem man Konferenztag starten kann? Genau. Also wir werden morgen früh noch verschicken an euch einen Outlook-Termin, in dem der Remo-Link auch drinnen ist, der dann quasi nächste Woche von Dienstag 16 bis Mittwoch 16 Uhr gilt. Und wir werden aber auch im Programm, im Wiki sozusagen alle Links noch reinpacken. Also da stehen dann direkt, Moment, kann ich mal gerade noch zeigen, dann habt ihr das auch gesehen. So, müsstet ihr eigentlich wieder sehen, wenn ich jetzt hier ins Programm gehe. Na, dann sieht man hier, hier sieht man es noch nicht, aber Tag 2, da haben wir es noch nicht früh gemacht. Na, da steht hier unten drunter bei der Öffnung zum Beispiel schon Remo. Also alles, wo wir so im Plenum sind, das ist sozusagen immer in Remo. Und vielleicht auch wichtig zu wissen, es ist immer der gleiche Link. Also ihr könnt auch ja im Prinzip dann, sobald ihr den Link dann morgen bekommt, den einmal im Browser irgendwo bookmarken. Das heißt, ihr kommt immer mit einem Klick wieder in den Hauptraum sozusagen des Camps zurück. Und wenn ihr dann in die Sessions und so weiter wollt, kommt ihr eben über die Session-Einträge direkt rein. Genau, da sehe ich noch die Frage vom Simon, ob die Sessions aufgezeichnet werden. Haben wir vor, ja. Und zwar einfach über Microsoft Teams. Da sind wir gerade noch ein bisschen am Probieren. Falls es jemand weiß, könnt ihr das gerne schreiben oder sich kurz melden im Nachgang. Also die Idee wäre, dass wir die 5 Teams-Sessions, die quasi parallel sind, einfach die Aufzeichnung den ganzen Tag durchlaufen lassen. Weil ich weiß, sobald keiner mehr in der Session ist, muss man dann die Aufzeichnung einmal wieder starten. Und dass es für die Sessions-Owner aber so eine Art Opt-out gibt. Also wenn jetzt einer in der Session sagt, wir sprechen über LernOS-Implementierungs-Fuck-Ups in unserer Firma und das wollen wir nicht unbedingt, dass es aufgezeichnet wird,
dass es da sozusagen die Möglichkeit auch gibt, dass nicht aufgezeichnet wird. Wobei wir im Nachgang eh alle Session Owner nochmal fragen, ob es okay ist, dass die Aufzeichnungen quasi dann in die YouTube-Playlist kommen und wenn da jemand was dagegen hat, dann kommen die natürlich nicht nach draußen. Aber da sind wir noch am Basteln. Also wir haben jetzt dann ab morgen auch keine Projekttermine mehr. Das heißt, morgen ganze Tag und Montag werden wir die letzten offenen Punkte, die noch da sind, einfach ausprobieren und dann werden wir es eben im Wiki auch entsprechend dokumentieren. Okay. Ja, weiß nicht. Es sieht so ein bisschen aus, als wären die Fragen beantwortet. Wenn ihr irgendwas Dringendes noch habt, dann schreibt es noch rein. Sonst würde ich jetzt aus dem Bühnenmodus einfach mal rausgehen. Wir haben ja 12 Minuten noch Zeit. Habt ihr entweder ein bisschen Zeit gewonnen oder wenn ihr Lust habt, euch in Remo noch ein bisschen umzugucken, an den Tischen zu bleiben, bleibt die ganze Session jetzt hier natürlich auch noch offen. Genau, Moritz, wir werden Bilder fürs Kochbuch nachträglich hochgeladen. Lad sie einfach entweder ins Wiki hoch oder ich schicke dir noch den Link. Wir haben so ein, in dem Formular ist so ein, für so eine Dropzone, also wo man einfach eine Datei reinschmeißen kann. Die steht aber nur im Formular, da kommst du jetzt nicht mehr ran. Das packe ich in die FAQ noch mit rein. Perfekt. Alles klar, dann halte ich die Aufzeichnung mal jetzt auf, mache dann die Bühne auch gleich zu. Wie gesagt, wenn ihr jetzt irgendwie im Nachgang noch Fragen habt, jederzeit, schreibt die am besten einfach in Telegram-Chat, dann kriegen das alle mit. Wir können die FAQ entsprechend pflegen auch. Wir haben nicht so viel E-Mail-Verkehr, E-Mail wollen wir eh nicht so viel, haben wir schon genug. Und dann würde ich sagen, fast schon ein schönes Wochenende und ich freue mich total, dass wir uns dann nächste Woche alle beim Camp live sehen.